Seacrowds. Hallo Seacrowds-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost zum Freitag. Ich bringe euch wieder ein paar Informationen, was ihr alles in-game mitnehmen könnt dieses Wochenende und die nächsten Tage. Ja, außerdem gibt es wieder ein paar Informationen noch zum CV-Rework. Und Black Friday ist natürlich ein Top-Thema, das geht irgendwo überall durch alle Stores, nicht nur bei World of Warships. Wir werden zum Beispiel auch selber einen Livestream machen, wo wir euch hier die Black Friday Container verlosen werden. Morgen, den 24.11. ab 20 Uhr. Damit fangen wir jetzt gleich mal mit Eigenwerbung an diesmal. Ja, es gibt einen Livestream ab morgen hier bei YouTube. Und da könnt ihr, wenn ihr noch ein bisschen euer Glück strapazieren wollt, diese Container mitnehmen. Und vielleicht gewinnt ihr da ja dann euer Schiff, wenn ihr vorher noch kein Glück hattet. Was gibt es noch so für Aktionen? Fangen wir oben an, scrollen uns langsam durch. Also, es gibt hier diese schwarze Geschwader, da kann man T-Pits und so weiter, alles Mögliche mitnehmen. Der Preis ist sicherlich okay, wenn man die Schiffe noch nicht hat. Aber ganz wichtig, und das habe ich bei Facebook heute im Laufe des Tages schon öfter gesehen, wenn ihr die T-Pits B kauft, gibt es die 2500 Dublonen nicht für die T-Pits B. Ne? Auch wenn ihr sie aus dem Container zieht oder wie auch immer. Die Dublonen gibt es nur für die normale Tierpits. Das heißt, habt ihr die Tierpits B schon, also habt ihr die normale Tierpits und kauft die Tierpits B, dann kriegt ihr die 2500 Dublonen. Also in Aufgaben, ne? Ihr müsst 10 Gefechte fahren. Für jedes Gefecht, was ihr fahrt, mit dem Standardschiff kriegt ihr 250 Dublonen gut geschrieben. Also, wie gesagt, ne? Nicht verwechseln, nicht, dass ihr denkt, ihr kauft die Tierpits B. Also, meinetwegen auch die hier unten, wie gesagt, ist egal. Die Preise spielen jetzt mal gerade gar keine Rolle. Mir geht es einfach nur um die Sache an sich. Die 2500 Dublonen kriegt ihr nicht für die Tierpits B, sondern für die normale Tierpits. Ihr müsst also quasi beide Schiffe haben, damit du von den 2500 Dublonen draußen profitierst. So, dann gibt es weitere Schiffe. Alles schön und gut. Ganz coole Aktion. So schwarze Lackierung. Ich mag die ja. Ich habe auch schon die Dunkirk-Lackierung gemocht. Ja, dann kann man die natürlich auch kaufen und so weiter. Auch hier gibt es dann nochmal Aktionen mit Purse und Mutsu, Sammlerpakete, Container. Das ist gar kein so schlechtes Angebot. Wer die Sammlung noch nicht vollständig hat, kann die sicherlich damit vervollständigen. Und dann gibt es Black Friday Container. Das sind eben die, die wir morgen im Livestream verlosen werden, den einen oder anderen. Ja, da kann man dann mit etwas Glück halt die oben genannten Schiffe rausziehen. Dann kann man Free XP rausziehen, Premium-Spielzeit und so weiter. Wenn ihr euer Glück ein bisschen herausfordern wollt, dann entweder kauft ihr einen oder ihr kommt morgen in den Livestream und gewinnt möglicherweise einen. Aber wichtig, der ist übertragen bei Facebook und YouTube. Diese Giveaway funktioniert nur auf Facebook. Ach, Entschuldigung, nur auf YouTube. Ich bin schon total durcheinander hier. Ja, dann war es hier quasi großer Armada-Paket. Oh Gott, ja. Und jetzt kommen wir zu den Bonis im Spiel. Ihr habt zum einen die täglichen Lieferungen, also das, was jetzt wirklich für uns entscheidend ist, was gibt es eigentlich im Spiel. Ja, wir wollen ja nicht immer nur Geld ausgeben, wir wollen ja auch ein bisschen zocken hier. Also, was gibt es im Spiel? Einmal gibt es die täglichen Lieferungen, das heißt, in den nächsten 14 Tagen könnt ihr 10-mal Bonis mitnehmen zum Einloggen. Heißt, wenn ihr euch jeden Tag einloggt, nach den ersten 10 Tagen habt ihr dann schon einige mitgenommen. Es gibt insgesamt 3 Black Friday Container, Standard Container, also nicht die Premium Container, könnt ihr dann im Spiel mitnehmen. Auch da gibt es eine Drop-Chance für die Schiffe und so weiter. Dann gibt es natürlich eine Aktion hier, die bis zum 26. November geht, also vom 22. bis 26., wo ihr Elite-Kapitäns-EP in freie XP umwandeln könnt. Für eine Dublone kriegt ihr diesmal dann 35 und nicht 25. Die Liegeplätze im Hafen sind reduziert um 50%. Kreditpunkte für Verbesserungen sind reduziert recht dramatisch und deutlich. Verbrauchsmaterial ist günstiger, ihr kriegt Signale günstiger für Dublonen zu kaufen, die Kreditpunkte für die Tarnmuster sind günstiger, dann, ganz nett, steht irgendwie hier weiter unten erst, ja, die Kreditpunkte für die amerikanischen Schiffe, also wenn ihr jetzt weiter forscht, ne, bei mir ist jetzt zum Beispiel von der North Carolina zur Iowa, kann ich jetzt 15% Kreditpunkte sparen, wenn ich das T9-Schiff dann eben freischalte, wenn ich es dann kaufe, meine ich. Also, auch eine ganz nette Sache. Geht fast unter dem ganzen Hype hier um Black Friday. Und ja, dann gibt es Dublonenrabatt auf die Texas, auf die Indianapolis und natürlich auf die Alabama. Da und die Kit sehe ich hier auch gerade. Und die Sims. Oh, mir selber fast untergegangen hier in der Vorbereitung. Also einiges dabei, was man durchaus mal überlegen kann, ob man dann nicht das Geld, was man in so einen Container steckt, vielleicht doch lieber in-game in Dublonen investiert, weil da die 15%, das ist dann schon ganz ordentlich auf einer Alabama zum Beispiel.
Dann gibt es Auftragsreihen, also neben der täglichen Lieferung gibt es natürlich auch was zu erspielen. Macht 50.000 Elite-Kapitän-CP, also Kapitän-CP an sich, mit T5, T10-Schiffen. Unternehmen, Zufall, Koop, Clan-Gefechte, Zwielicht-Gefechte gehen auch. Ja, und ihr kriegt einen Container, wenn ihr das an in normalen Gefechten macht, also nicht Kapitäns-EP, sondern normale EP sammelt. Da geht das natürlich auch in allen Gefechtstypen zwischen 5 und 10. Gibt es noch einen Container. Teil 3 ist dann freie EP und hier ist er dasselbe nochmal mit Basis-XP EP. So wie es jetzt hier dasteht, kann man die alle parallel abschließen. Man muss die nicht nacheinander abschließen. Wobei hier Kampfauftragsreihe ist irgendwie merkwürdig, weil hier steht jetzt nicht, dass man, um den Teil 2 zu bekommen, Teil 1 erfüllen muss. Das können wir dann gleich nochmal abprüfen. Ich habe da nämlich noch was vorbereitet, um auch mal wieder ein bisschen Gameplay in Anführungsstrichen zu zeigen. Und zwar gehen wir hier mal kurz ins Spiel. Ich habe 6 Container gekauft. Ich möchte euch ein Gefühl dafür geben, wie häufig da jetzt besondere Sachen rauskommen. Ich mache das auch relativ zügig, ziehe das jetzt hier durch. Typ 59. Dann gibt's ein Schiffchen. Atago B. Danke. Dann gibt's 14 Tage Premium-Spielzeit. Dann gibt's 35.000 Free XP. Nochmal Premium-Spielzeit. Und da gibt es nochmal ein Schiffchen. Ich habe das Signal schon gehört. Welches? Die Massachusetts! Die wollte ich unbedingt haben. Ich wollte sie unbedingt in Schwarz haben. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank, Wargaming. Und dann sagen wir, wir gucken nochmal ganz kurz in die Auftragsreihe, ob die Aufträge alle parallel da sind oder nicht. Sammeln. Irgendwie gar nichts davon da, so richtig. Ich habe jetzt gerade nichts gefunden. Da ist die polnische Aufgabe, die erkläre ich euch gleich. Ja, also bis jetzt sehe ich hier noch nichts von so einer Aufgabe. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal schlauer werden. Also, für den Abschluss der Auftragsreihe zwischen 23. und 7. Dezember erhaltet ihr 5 Black Friday Container. Verpasst nicht eure Chance, sie alle zu holen. Also wie gesagt, es gibt hier definitiv, wenn man die ganze Reihe abschließt, gibt es nochmal einen Black Friday Container obendrauf. Also von daher ist ein... Ich muss mal gucken, wie man die dann freischaltet, weil eigentlich steht da nichts von freischalten. Wahrscheinlich muss ich erstmal ein Gefecht fahren, um die ersten Sachen eben dann freizuschalten. So viel jetzt zum Black Friday. Jetzt haben wir auch wirklich genug gemacht. Kommen wir zu Abzeichen polnische und britische Flagge. Also polnische Marine gibt es ein Abzeichen und britische Flagge. Ihr loggt euch ein. Artikel wird wieder unten in die Flaschenpost gesetzt. Da müsst ihr euch dann hier, wie gesagt, oben einloggen. Klickt dann hier auf den Annehmen-Button und könnt dann das polnische Abzeichen bekommen und die britische Flagge. Aktion läuft dann vom 22. November bis 30. November und für die britische Flagge vom 23. November bis 14. Dezember. Ja, und ihr müsst dann hier Aktionen erfüllen und verdient 10.000 Basis-XP, gibt es das Abzeichen, auch wieder T5 bis T10 Schiffe, alle möglichen Gefechtstypen, Zufall, gewertet, Koop, Unternehmen. Also keine Clan-Gefechte, also keine Clan-Gefechte, genau, nur gewertete und Koop-Gefechte. Und dann gibt es natürlich noch 25.000 XP, also Basis-EP erfahren und 25 Gefechte gewinnen. Bis ja, 14. Dezember sollte es einigermaßen möglich sein, nur mit britischen Schiffen. Und dann gibt es eben diese britische Flagge. Ne? Auch wieder in Clan. Clan-Gefechte sind diesmal mit dabei. Da sind sie nicht dabei. Also achtet da drauf. Ne? Zufall, Unternehmen und Koop. So, das waren die Flaggen. Das waren die Black Friday-Aktionen. Ich hoffe, ich habe keine vergessen bei so viel Input. Und dann wurde heute wieder im Entwicklungsblog etwas zu den Trägern veröffentlicht. Ihr wisst ja, dass die neue Trägeraktion jetzt anfängt. Und zwar am 27. November gibt es die dritte Runde. Die aktuellen Logins werden alle gelöscht. Und es wird neue Logins geben für alle, die darin auch schon teilgenommen haben. Wer noch nicht daran teilgenommen hat, kann sich auch wieder einloggen, auf den Button drücken und sich dann erneut bewerben oder überhaupt bewerben. Ja, am 23., also heute, könnt ihr anfangen, den Client runterzuladen und ab 27. seid ihr dann gegebenenfalls mit dabei, wenn ihr eine E-Mail bekommt.
So, da werden jetzt alle möglichen Sachen getestet, also Veränderungen, da werden Balanceänderungen durchgeführt und so weiter. Wichtig für diese Tests ist jetzt, dass das Gameplay, also die Game-Mechanik, wie sie denn funktioniert. Balancing ist hier noch nicht unbedingt die erste Aufgabe, aber ja, man kann sich jetzt quasi hier durch den Forschungsbaum arbeiten von T5, T6, von T6 zu T8, von T8 zu T10. Und ganz interessant ist bei der ganzen Geschichte, es werden erstmal nur gerade Tierstufen geben. Wer davon noch nichts gehört hat, es wird also mit nach dem Rework beim amerikanischen und japanischen Bogen erstmal nur T4, T6, T8 und T10 geben, die dann spielbar sind. Mit den ungeraden Schiffen, und dazu kommen wir jetzt, gibt es nämlich neue Möglichkeiten, denn da die sollen auch ungerade, also unnormal gespielt werden können. Also da soll es dann eventuell, so denkt man drüber nach, Flugzeuge geben, die verwundete Schiffe einnebeln können, die helfen können, Brände auf Schiffen zu löschen, ja, die möglicherweise auch in der Lage sein sollen, dann Flugzeuge aufzuklären. All so eine Sachen kommen hier zueinander. Hier wird auch ein bisschen was über das Matchmaking erzählt, ja, dass es das einfacher sein wird, die Träger in den Matchmaker zu bekommen, weil eben der Fortschritt nicht mehr über die Tierstufen so doll gematcht wird, sondern man hat einen T6-Träger und hat eben mehrere Forschungsbereiche von Flugzeugen, dass die dann eben der T6-Träger hat dann eben T7 und meinetwegen 7,5 oder keine Ahnung, was es da noch alles so gibt, an Flugzeugen, die man eben durchforschen kann, um den Fortschritt ein bisschen herausfordernder zu machen und spannender zu machen, dass man längere Zeit mit dem Träger unterwegs ist. Die Trägerkosten an sich und die Forschungskosten an sich werden erhöht, werden aber weniger sein als vorher, dass man, also wenn man von 6 bis 8 geforscht hat, hat man eben, sagen wir mal, Summe X 300.000 XP benötigt. Jetzt werden in Summe dann nur noch 275.000 benötigt. Es ist jetzt nur ein Beispiel, keine realen Zahlen. Und ja, so eine Sachen eben. Ja, und dann haben wir natürlich auch Bilder dazu. Also hier, so soll der Baum eventuell aussehen, wenn der Rework fertig ist bei den Japanern. Dann haben wir hier den bei den Amerikanern. Und jetzt kommt's. Wenn dann dieser Rework funktioniert, dann entwickelt man eben diese in Anführungsstrichen ungeraden Träger, schiebt sie auf eine gerade Stufe und hat dann aber so alternative Gameplay-Varianten. Das ist alles nicht final, das ist alles, sind alles nur so Überlegungen. Steht ja extra da, Work in Progress. Also ihr könnt gespannt sein, was da passiert. Ich auch sehr. Ich freue mich jetzt schon auf das Gameplay auf dem Live-Server. Im Test-Server hatte ich bis jetzt leider keine Chance. Naja, gucken wir mal. Und so soll es dann bei den Amerikanern aussehen. Da ist die Independence, die Yorktown kommt neu dazu. Die Essex ist jetzt dann auch schon altbekannt, aber wird dann halt so dahin verschoben auf den linken Baum sozusagen. Gucken wir mal, ob sie wirklich so ins Spiel kommt. Ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur, damit ihr so ein bisschen eine Info habt, wie es weitergeht. Bei uns auf der SeaCrowd-Seite bei Facebook erfahrt ihr immer alle Artikel, die es so gibt aus dem Development Center, werden bei uns vom Englische in Deutsche übersetzt. Und dann könnt ihr das vielleicht auch ein bisschen leichter lesen, um was es da tatsächlich geht. Ne? Okay, das war's von der Flaschenpost diesmal. Wenn jetzt neue Informationen verfügbar werden, dann wird es natürlich wieder eine neue Flaschenpost geben. Und ich danke für eure Zeit, wünsche euch ein schönes Wochenende, habt viel Spaß im Spiel mit den ganzen Aktionen. Vielleicht will der eine oder andere was ausgeben, vielleicht auch nicht. Ist auch in Ordnung. Ja, und wie gesagt, vergesst nicht den Livestream morgen um 20 Uhr, also am 24.11. bei YouTube. Dann könnt ihr euer Glück nochmal ein bisschen auf die Probe stellen. Vielleicht habt ihr ja das Glück und könnt ein paar Container bei uns abstauben. Also, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer SeaCrowd-Team, euer Maracha. Ciao, ciao. SeaCrowds.